Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf der RapGrid. Ihr kennt es sicher, wenn ihr euer eigenes Apple-Gerät habt. Man will da mal ein bisschen herumexperimentieren und in den ganzen Dateien herumsuchen. Dann hängt man sein iPhone, iPod oder iPad an, geht hier mal auf die ganzen Dateien, sieht hier Internal Storage, klickt drauf und sieht, ups, ich komme nur bis zu den Fotos. Wenn ihr mal ein Android, zum Beispiel eben ein Android-Gerät gehabt habt, seht ihr, da könnt ihr in alle Dateien rein, doch das geht beim iPhone nicht, das Ganze ist gesperrt. Jetzt, wenn ihr aber unbedingt in diesen Dateien herumsurfen müsst oder wollt, dann braucht ihr folgendes Programm, und nämlich iFunBox. Bekommen könnt ihr das ganz einfach über den Link unten in der Beschreibung, welcher euch zu dieser Seite bringt. Und wir sehen hier gleich im Header, es ist gratis, man braucht kein Jailbreak und es ist sehr schnell. Wenn ihr Mac habt, klickt ihr also einfach hier drauf und wenn Windows hier. Das Ganze ist sicher, also lädt es euch doch herunter, ist ein sehr gutes Programm. Ich glaube, das Ganze mit dem Herunterladen muss ich nicht mehr erklären. Wenn ihr es heruntergeladen habt, klickt ihr hier einfach auf die iFunBox und das ist die erste Seite, die ihr zu Gesicht bekommen könnt. Hier auf der Seite seht ihr die besten Apps, die man zahlen muss und auch die besten Apps, die gratis sind. Und jedoch auch die Apps, die heute gratis sind. Das wäre jetzt heute am Valentinstag. Angry Birds Rio. Da könnt ihr einfach draufklicken und das Ganze herunterladen. Ihr seht jetzt, ich habe mein iPhone hier angeschlossen. Ich klicke doch nicht hier drauf, sondern auf iFunBox Classic und wähle hier mein Gerät, das ich möchte, mit einem Doppelklick und sehe hier die ganzen Dateien. Hier kann ich entweder in meine Applications, die ich heruntergeladen habe, das sind die verschiedenen Apps, wie zum Beispiel Facebook, klickt drauf, klickt hier auf das Logo, hier sind die verschiedenen Anwendungen drin, das braucht, wenn es startet, und hier verschiedenste Dokumente, wir klicken mal hier drauf. Hier bekommen wir zu Gesicht all diese Banners, Facebook-Logo für jedes verschiedene Gerät, diese Knöpfe, die ihr sicher kennt aus dem Facebook, Freundschaftsanfragen und so, Kalender, halt all diese Dateien, die ganzen Fotos und PNGs und alles, was in dieser App drin ist. Dann können wir hier zum Beispiel auch auf den Hauptspeicher zugreifen. Hier ist alles drin. Das dauert jedoch immer sehr lange, bis er es lädt. Dann können wir hier zum Beispiel die Hintergrundbilder, etwas sehr Cooles, finde ich. Hier müsst ihr doch nicht das vordere, das ist nur das Thumbnail. Wenn ihr auf Hintergrundbilder klickt, seht ihr so kleine quadratische Fältchen, wie das der Hintergrund nachher aussieht. Ihr müsst auf das dünne, je nach jetzt beim iPhone dünn, beim iPad wäre das breiter. Und zum Beispiel hier den klassischen Hintergrund, den ihr alle kennt, auf diesem Glas, das gegen oben getönt ist, mit diesen Tropfen drauf. Das Ganze könnt ihr natürlich ganz easy als euren PC-Hintergrund nehmen, jedoch wird das sehr verzogen sein. Ich bin gespannt. Ja, wir sehen nur diesen Teil. Natürlich dehnt es das nicht nach außen. Das Ganze müsste man noch zuschneiden. Ja, das ganze Programm eine sehr gute Sache. Ich kann euch dieses Programm nur empfehlen, wenn ihr es wirklich braucht, aber passt wirklich auf, geht keine Dateien löschen vom Gerät selbst oder bei Apps, die euch wichtig sind oder ihr wichtige Sachen drauf habt. Geht da nichts umändern, verstellen, umschreiben, weil es kann sein, dass das Ganze nachher nicht mehr funktioniert. Bei mir ist einmal passiert, dass die App nicht mehr gespeichert hat und ich jedes Mal wieder von Null angefangen habe. Da muss man die App einfach wieder neu herunterladen. Ansonsten, wenn es irgendwelche Probleme gibt, schreibt es doch einfach unten in die Beschreibung. Ich werde mir das anschauen und wenn ich eine Lösung finde, euch das bekannt geben. Ja, wenn ihr mehr solche Videos wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare oder abonniert einfach, wenn ihr weiterhin informiert über neue Programme oder coole Features informiert sein wollt.
Und dann ein Daumen hoch würde mich natürlich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video.